Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Divisions. Wir stehen vor dem Hauptgebäude, das wir letztes Mal, also die Operationsbasis, die wir letztes Mal freigeschaltet haben. Wir werden jetzt erstmal einen Kampf machen. Was machst du denn da? Du tust ihm ja weh! Hör mal, ich und dann sechs später Jahre diese Medizin Mission studiert. Hier. Alles, was du in den Aber erstmal werden hast, wir also Geisel retten. Wir werden auch aus Performance-Gründen einmal so muten, wer weiß, wo er jetzt gleich doch redet, weil wir werden, wenn er fertig ist mit Essen, was machst auch du denn mal da? Du tust ihm ja weh. Kumpel von mir unterwegs sein und diesen Einsatz machen. Er ist Level 4, so wie wir, und wenn er wieder beim Essen da ist, können wir das auch mal angehen. Solange werden wir mal einen Kampf machen, eine Geiselrettung. So, gehen wir das doch hier gleich mal an. Was haben wir hier? Was ist mit ihm? Das sind auch böse. Böse Menschen hier. Wer denn hier? Ja, das war ein super Gasangriff. Für bis 9 Schwert soll ich auch gar nicht reingehen. So. Muss ich doch hierbei mal das Gebiet auch anfangen. Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Hey, hast du Geld? Ha? Was ist das für eine Uhr? Pass auf, dass ihr nicht abhaut! Das ist schon gut. Echt schwach. Ist ja easy. Da haben wir immer gute Sachen. Ulo, wie sie ja. Zivilisten sind sicher. Bist sicher. Wenn man diese kleinen Nebenaufgaben macht, diese Kämpfe gibt es auch meistens Kiste zu holen. Hier haben wir zum Beispiel eine bessere MP5. Ich kann es kaum glauben. Das war echt super. Die werden wir auch gleich mal ausrüsten. Eine MP5 A4. Wir hätten nämlich voll gehabt eine Navy. War das ein 200 Schaden mehr immerhin, ne? Hatte ich hier irgendwas dran gebaut? Hier hatten wir ein Visier dran. Können wir nochmal einen Griff ranbauen? War noch ein Schnell. Ah, das war schon drinne. So.
So, und hier können wir auf jeden Fall auch noch ein Visier. Ach ne, wir haben nur ein Visier. Können wir aber den anderen Griff noch ranbauen. Dann werden wir gleich zum nächsten Kampf weitergehen. Machen wir diese Folge ein paar Kämpfe. Die nächste Folge werden wir die Mission machen. Nehmen wir einfach mal einen blauen Kampf jetzt. Ist auch noch in dem Gebiet drin. Also die Feindbasis angreifen. Also das Spiel, das zieht krass an meiner CPU-Leistung, wenn ich nebenbei aufnehme. Es kann sein, dass es ab und zu leckt und ich verstehe gar nicht, wieso das so ist. Wie kann man hoch? Das ist ja auch interessant. Warnung! Markierte Feindhauptquartiere entdeckt! Das muss man hinten an. Wer wagt sich da in meine Gegend? Das geht ja gar nicht. Nehmen wir einfach die Barriere jetzt bei. Ich hol mir nur meinen Anteil. Anführer. Wahrscheinlich sind wir unten drin. Jetzt geht's in den Kampf. Der wird da unten drin sein. Jetzt geht's in den Kampf. HQ neutralisiert. JTF-Leitstelle informiert. Ich sag mir nochmal, wie einfach das ist. Naja, gut. Schöne Schienbeinschützer. Der ist sicher ins Holster. Wenn wir mal gucken. Uns das hilft. Das hilft uns. Hier haben wir ein bisschen mehr Rüstung, aber weniger Schaden. Dafür. Es ist alles weniger. Nee, das brauchen wir nicht nehmen. Also wir sehen hier oben, wir haben das so. Und so haben wir hier 11 weniger. Und hier auch was weniger. Deswegen werden wir den nicht nehmen für diese paar Rüstungswerte. Das Holster. Da haben wir viel mehr Leben, aber viel weniger Schaden. Und weil das alles momentan gut funktioniert, lassen wir auch... Das hier ist auch mit viel weniger Rüstung weg. Wir werden das dann alles wieder auseinanderbauen. Zerlegen. Was wir nicht brauchen. Ein Schalldämpfer. Kleiner Mündungsmod. Der ist noch gar nicht hier dran. Dann werden wir den nur noch mal hier ranbauen. So, weiter geht es. Schaffen wir noch was? Bisschen plus vielleicht. Wir werden überrannt. Also ich weiß zum Beispiel, dass hier angeblich nur Waffenteile sein sollen. Ich weiß noch nicht wo. Also angeblich sollen die hier irgendwo sein. Ich habe es noch nie gefunden. Hier konnte man auch hin. Hier war aber auch gar nichts. Also ich weiß, dass hier oben was anderes ist. Da oben ist diese Drohne.
sollten wir auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Jetzt sehen wir es auch auf der Karte auch. Ah, ihr seht sie auf der Karte gar nicht. Sehe ich gerade. Ja, weiß das so ein Flugzeugsymbol, das hängt da unter dem Mittenzugsymbol. Dann fällt hier was runter und das können wir dann einfach. Wir haben auch schon wieder die Stufe 5 erreicht. Wir haben auch die zweite Fähigkeit freigeschaltet. Den Buff nehme ich nicht mit, ich nehme das Schild mit. Ich habe 6 Jahre Medizin studiert. Vergiss alles, was du in den Arztserien gesehen hast, während du im Keller deiner Mama an dir rumgespielt hast. Einen Knochen zu richten ist nicht schön. Zu diesem Kampflauf-Fan, der sollte auch noch drin sein. Den Kampf werden wir wahrscheinlich diese Folge doch nicht mehr machen. Und wahrscheinlich werden wir nächste Folge dann erstmal wieder kämpfen. Dann gibt es darauf die Folge, die erste Mission mit Co-Partner. Laufen wir jetzt nochmal hin. Gnadenlieferung. Ich finde es sehr schade, dass das Spiel doch so viel Performance braucht, also vor allem von der CPU-Leistung. Ich spiele das auf hoch. Gehören Sie jetzt etwa auch zu den Bösen? Nein, ich habe denen gar nichts getan. Wenn ich mal hier so gucke, unter Einstellung, Grafik alles hoch, Sonne gering. Alles hier. Was fehlt, das ist ein Ultra. Gut. 8-mal-fach. Schärftiefe. Objektdetails 40%. Naja. Aber aus irgendeinem Grund. Na, jetzt geht's gerade. Ich sage mal wieder Bescheid, wenn es soweit ist. Aber wenn ich jetzt anfange zu rennen, stehe sofort. Oh, CPU alles. Das ist komisch beim E7. Das ist einfach ein detailreiches Spiel und man kann auch so weit gucken. Oh, die Sirius müssen mir helfen. Ich kann das echt ungesehen machen. Warum? Vielen Dank dafür. Was Grünes. Handschuhe, da gucken wir gleich mal rein. Was war denn hier? Er hat uns Handschuhe gegeben, die mehr Schaden machen, aber viel weniger Leben. Mag ich nicht. Supermarkt rein. Supermarkt, ne? Also das sieht für mich irgendwie so aus wie so ein Baumarkt. Hier gibt es nämlich Stoffteile zu sammeln. Einmal hier in der Kiste. Manchmal blaue Stoffteile, deswegen. Muss es aber noch eine Kiste geben. Und ein Telefon wurde auch entdeckt. Wieder Ali auf 89.8 und ich habe gute Nachrichten für dich. Was denn? Prinzessin, du wirst dir den Nussknacker im Lincoln Center ansehen. Hey, wir haben gewonnen. Und wen wirst du mitnehmen? Meine Oma. Na dann bestell deiner Oma von mir, dass ich euch viel Spaß wünsche, okay? Okay. Dann gib mir mal deine Oma, damit wir euch die Karten schicken können. Okay, Ali. So, und an dieser Stelle sage ich auch schon wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.